Moin Leute, da sind wir wieder. Ja, ich habe schon die ersten Erdbewegungsarbeiten hier vorgenommen. Die sind aber leider zum Stillstand gekommen, denn meine einzige Schippe, die ich hatte, die ist mir natürlich erstmal wieder kaputt gegangen. Ist aber gar nicht so wild. Wie gesagt, so wird das jetzt langsam. Hier muss halt auch noch eine Menge weggeschaufelt werden. Aber die Erde reicht leider bei weitem nicht, um diesen ganzen lustigen Berg aufzufüllen. Also da ist noch eine Menge Schippschaufel, wie auch immer Arbeit vonnöten. Was wollen wir denn heute machen? Heute wollte ich eigentlich mal was anderes machen. Und zwar einfach darauf warten, dass es vielleicht mal Nacht wird. Ich baue mir aber zur Sicherheit nochmal ein zweites Schwertchen. Und dann wollte ich ein bisschen jagen gehen. So, das packen wir mal so hin, das so hin. Und dafür schmeißen wir erstmal raus, 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 raus. Beim Rest weiß ich es nicht. Da machen wir es uns mal ganz einfach. Raus, 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 raus. Alles, was wir nicht unbedingt mitnehmen wollen, wird jetzt erstmal gnadenlos rausgeschmissen. Dass wir nur noch wirklich das Nötigste an Bord haben. Wir haben zwei Schwerter. Das soll auch reichen. Wir haben genügend zu essen. Das passt schon. Jetzt warten wir vom Prinzip her drauf, einfach, dass es Nacht wird. Habe ich denn die Monster überhaupt an? Nein, ich habe die gar nicht an. Warum nicht? So. Ja, das sieht schon mal gut aus. Die Sonne ist am Untergehen. Die Treppe war übrigens doch richtig. Aber es wird dann, wie gesagt, hier weitergehen. Und zwar weiß ich gar nicht, wie hatte ich denn das gemacht? Hatte ich das direkt daneben gesetzt oder dann doch hier? Ach Leute, Mensch, ich muss so oft nachgucken in der Kopie. Denn ich kann mir das, wie gesagt, nicht wirklich alles merken. Was macht die Kuh? Das sah eben so aus, als ob die auf dem Baum ist. Ist er aber gar nicht. Die steht da auf Dagras rum. Ja, warten wir doch einfach mal auf etwas Nacht. Denn, wie gesagt, das kann ich ja auch nochmal schnell zeigen. Wir werden uns so oder so jetzt eine Spitzhacke basteln. Und zwar eine diamantene Spitzhacke mit Glück drauf. Denn wir sind ja im Besitz von Diamanten. Also ich werde meine Diamanten sicherlich nicht für eine Rüstung verschwenden. Also da halte ich überhaupt nichts von. Das mögen andere Leute anders sehen. Ich halte da, wie gesagt, nicht so viel von. So, jetzt haben wir das da mal reingeballert. Das packen wir dann natürlich auch wieder aus. Und wenn wir mal gucken, verzaubern. Level 17 haben wir. Wir könnten Effizienz, sagen wir mal Effizienz 5, Haltbarkeit 3 und Glück 3. Da sind wir bei 57. Ein bisschen schlecht. So viel Level werden wir nie hinkriegen, aber das würde gehen. Effizienz 4, Haltbarkeit 3 und Glück 3. Das würde gehen, aber das ist nicht das, was wir auf jeden Fall nicht das, was wir hinkriegen. Wir kriegen hin Glück 3. Das hätten wir schon mal. Da könnten wir schon mal das wenigstens drauf basteln, aber ich hätte wenigstens ganz gerne auch nochmal Haltbarkeit 1 drauf. Das heißt, wir brauchen noch drei Level. Also wir müssten Level 20 erreichen. Das ist das, worauf ich, also was ich anpeile. Das habe ich ja bei der anderen auch. Und das mit der Effizienz, wie gesagt, das finde ich gar nicht schlecht. Dann bräuchten wir sowieso nochmal drei neue Level, damit wir unsere Diamantspitzhacke auch nochmal irgendwann reparieren können.
Schöner hätte ich gefunden bei dem Mod, wenn das mitskalieren würde. Das heißt, umso kaputter die Axt, umso mehr Level kostet das. Leider ist es nicht so. Es ist egal, wie kaputt die Axt ist. Es kostet eigentlich immer nur 3 Level. Finde ich ein bisschen schade. Hätte ich anders, wie gesagt, wenn das mitskaliert hätte, dann hätte ich das besser gefunden. Vielleicht ja auch nochmal irgendwie ein Verbesserungsvorschlag für die Mod. Irgendwie ist Nacht. Die Monster sind an und es sind exakt nahe der Monster zu finden, zu sehen. Hallo? Hallo? Hallo Monster, los, komm raus! Ich will dir da mal was zeigen. Da hinten haben wir einen Creeper und einen Zombie. Ja, der kriegt jetzt gleich erstmal welche mit dem Bogen. Wenn er denn mal stehen bleibt. Oh, genau da bewegt er sich, wo ich loslasse. Echt blöd. Pfump. Der ist ja noch nicht um. Den Creeper will ich wenigstens noch so rausnehmen. Na, den spare ich mir mal auf. Wir gehen jetzt erstmal darüber und dann schauen wir mal, was so passiert. Holen uns unseren Pfeil, kloppen schnell den Zombie um und warten auf den Creeper, der da kommt. Und der kriegt jetzt immer welche mit dem Knockback. Gut, hat funktioniert. War aber wieder, also wie gesagt, dass sie so irre schnell explodieren, finde ich nicht so berauschend, muss ich ehrlich gesagt mal sagen. War hier nicht noch ein Skelett? Da ist es. Headshot! Und komm her, noch ein. Oh, ey, wie viele Schüsse kann denn das ab? Aber wir haben genügend Flintstone, dass wir uns zur Not auch, wie gesagt, ganz easy Pfeile nachbasteln können. Da braucht es keine Mobfalle mehr in dem Sinne. Vielleicht werde ich noch mal irgendwann eine bauen. Ja, aber keine Ahnung. Schauen wir mal. Ja, Monster. Monster for the win. Ja, irgendwie keine so wirklich zu sehen. Was machen wir denn da? Müssen noch irgendwo Mobs in der Gegend rum schleichen. Da hinten haben wir eine Spinne. Dann nehmen wir uns die schon mal. Und ein Skelett. Okay. Das habe ich jetzt nicht gesehen, das Skelett. Oh, hast du gedacht? Zack, bis hierhin. So, mal auf. Sammeln hier den Mist. Umdrehen, dass wir die Spinne auch noch erwischen. Hallo, komm her hier, Spinne. Oh, ey. Das ist egal, wie sehr man da schlägt. Spinnen treffen einen immer, weil man irgendwie die Spinnen nicht trifft. Völlig Banane. Ja, erstmal schnell was zu happern reinhauen. Reicht, glaube ich, nicht ganz dafür, dass wir aufgeladen werden, oder? Nö, natürlich nicht. Ja, das ist jetzt blöd. Jetzt. Ach so, da ist Mr. Zombie-Mann. Komm mal her hier, Mr. Zombie-Mann. So, jetzt müssen wir mal gucken. Jetzt habe ich keine Axt mit. Das ist blöd, ich kann den Zaun nicht aufmachen. Müssen wir das so machen? Bleibt uns nichts anderes übrig. Und dann gehen wir nochmal hier auf die Jagd. Bleibt doch mal stehen da. Oh, okay, den habe ich nicht gesehen. So, jetzt ist er aber hin. Ja, nichtsdestotrotz, wir müssen was essen, sonst machen wir hier die Hocke, wenn irgendwas näher kommt. So, plapp, plapp, plapp. Irgendwo war hier noch ein Creeper, dem würde ich jetzt ungern über den Weg laufen. Deswegen muss ich erstmal gucken, da hinten ist er. Komm mal her, wir spielen jetzt das lustige Spiel. Explodierst du oder explodierst du nicht?
bisher nicht. Ja. Okay. Das hat nicht ganz hingehauen. Das heißt, wir haben jetzt auch wieder ein lustiges Loch, was wir auch noch verfüllen müssen. Blöd. Naja, man kann nicht alles haben. Kann ja nicht immer klappen, weil dieses Sprinten selten dämlich gelöst ist. Also wer auf so eine Idee kommt, ich weiß es auch nicht. Au, 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 au. Gleich erstmal die Beine gebrochen. Boah, da kommt schon die nächste Spinne. Die habe ich zum Glück aus dem Augenwinkel, habe ich sie noch gesehen. Ja, dann geht's munter weiter. Waren denn hier nicht irgendwie, ah, Mr. Zombie-Mann und Mr. Creeper und Mr. Skelett und Mr. Alle und kommt her, ich bewerfe euch hier mit Eiern und dann passt das schon. Sisse, geht doch. Boah, jetzt braucht der 4, wo ich nicht voll durchziehe. Na, komm mal her. Ein bisschen wegziehen da von deinen Freunden. Oh, Spitze. So, geht doch. Ist ja fast wie da Ego-Shooter. Na, komm her, Keule. Jetzt aber. Und zum Glück sind es ja gar nicht viele Creeper im Augenblick. Ey, wie viele Schläge braucht der denn? Komm her, einen brauchst du nur noch und dann bist du auch um. Und dann schauen wir uns hier nochmal deine Freunde an. Na, spring nochmal hoch. So, jetzt ist er auch hin. Dann haben wir hier oben noch einen. Gar nicht so einfach, sage ich euch. Oh, Spinne und da ist noch Skelett. Aber das macht mir alles gar nichts. Kommt her, ich nehme euch alle mit. So, zack, hast du bekommen, was du brauchst. Wie viel haben wir denn jetzt? 18? Ach Leute, das ist ja noch nicht mal annähernd das, was wir haben wollten. Fump, Ei weg. War hier nicht noch so eine Perle? Oh, da ist noch ein Creeper. Den holen wir uns noch. Dafür sprinten wir einfach mal hin zu dem Kollegen. Und dann kriegt er gleich eine. So. Ja, nicht mal ein Level gemacht, obwohl wir hier mehr oder weniger die ganze Nacht gejagt haben. Ich war ja nicht untätig, also ich habe ja schon ganz gut Monster verkloppt. Ist ein bisschen mager die Ausbeute. Ein Loch haben wir zu stopfen. Ein ganz schön großes. Bing, bing, bing. Ja, da hatten wir, wie gesagt, etwas Pech mit dem Creeper, aber das kann schon mal passieren. Da haben wir uns die ganze Nacht um die Ohren geschlagen und was ist bei rausgekommen? Nüscht. So, bing, bing, bing. Füllen wir das hier schon mal ein bisschen auf. Das passt schon. Ja, ich bin ja dann geneigt, vielleicht doch nochmal in den Nether zu gehen. Um da ein wenig weiter zu kloppen. Aber dafür werde ich nochmal ausladen gehen. Und ich sehe gerade von der Zeit her, das werden wir in dieser Folge nicht mehr schaffen. Das heißt also, in der nächsten Folge werden wir dann nochmal in den Nether gehen, damit ihr hier halt nicht nur diese stumpfe Bauen seht, sondern auch mal ein bisschen was anderes. Die Erde werden wir rausschmeißen. Das Loch werden wir bei Zeiten, werden wir das mal stopfen. Da draußen. Aber ich postiere mich jetzt hier schon mal bei der noch nicht fertigen Minecart-Bahn.
und sage erstmal Tschüss, bis zum nächsten Mal.